Oh, da ist ein pinkes und ein grünes, die wohnen bei uns im Teich. Oh, da sind ganz viele Squirts. Die squirten gleich. Die heißen, naja, die heißen nicht ganz, die heißen nicht Squirts, Simon. Die squirten gleich. Ja, das ist was anderes ein bisschen. Hier ist der Grüne, hier ist der Grüne. Hey, Tintenfisch, ich mag dich. Sei mein Freund. Und geheuer guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu Die Wein RPG und ich werde direkt schon gebockt. Was ist da los bei dir? Okay, wo geht's raus? So, übrigens, ich habe erst jetzt bei dieser Folge gesehen, dass die ganzen Memes auf Facebook, dass das deine Schuld ist, ja? Also, liebe Zuschauer, ich muss ja mal sagen, ihr seid mir ein paar Schlängel. Und du auch, Simon. Als ich weg war bei der Facecam, hast du einfach mal gesagt, mach Memes für sie, Ronny. Ja, hab ich gut gemacht, oder? So, ja, ich muss leider sagen, Leute, dass mich das irgendwie eher ehrt als beleidigt. Keine Ahnung, ich fand's richtig witzig auf jeden Fall. Sagt jetzt nur, ob die Strafe nicht so hart klingt, aber wir haben es hier eigentlich schon ganz gut dran bekommen. Ja gut, wenn das so ist, dann könnt ihr gerne weiterhin Memes posten. Mich ärgert das nicht, ich finde das wirklich witzig, also macht so gerne weiter. Aber meine Bedingung ist, macht's auch von ungespielt weiterhin, macht's am besten von allen Leuten. Oder am besten, nee, nur für uns, Mann, nur für uns. Immer von den Straffolgen. Wir können uns ja quasi so als Running Gag einfügen. Immer bei den Straffolgen könnt ihr eure witzigsten Memes machen. Und vielleicht irgendwie die besten paar, die werden dann quasi von den anderen auch geliked halt sozusagen. Und die werden wir in die Folge mit einnehmen. Weil ich werde in der nächsten Straffolge... Können wir so machen. Ey, machen wir das so. Leute, ja. Die besten Memes machen, kommen in die Straffolgen. Das ist immer von letzter Woche quasi. Und Simon, wir müssen zusammen uns helfen, daran zu denken, okay? Dass wir es nicht vergessen. Ja. Dann machen wir immer die besten Memes von letzter Woche, von der letzten Straffolge, werden bei der nächsten eingeblendet am Anfang. Das ist geil, das ist richtig geil. Sironic, was machen wir jetzt eigentlich? Wir wollten auch Hunde jagen, oder? Geh du runter, ich geh rauf, okay? Weil ich will, wie gesagt, noch in so einem gewissen Ding weiterbauen. Ich bin jetzt da schon seit der Straffolge am Machen. Weil bei der Straffolge von Simon haben wir richtig am Anfang rumgetrödelt. Wir haben da, keine Ahnung, ihr kennt uns ja, wir sind ein bisschen dumm im Kopf manchmal. Und deswegen habe ich da irgendwie eine Stunde lang gebaut und gebaut und gebaut und Simon... Ich habe selber noch nicht gesehen. Was? Erzähl mal genau, was baust du denn jetzt? Darfst du schon sagen? Ich bin 90% fertig, okay? Aber erst 90. Das heißt, Ende dieser Folge willst du vielleicht einen Blick drauf werfen, vielleicht? Oder willst du mich noch ein bisschen bauen lassen? Wenn es ganz fertig ist, guck es mir an, sonst ist ja die Überraschung weg. Okay, gut. Ja, gut. Okay, weißt du was? Wenn du dein eigenes Ding baust, dann baue ich auch mein eigenes Ding, weil dann fange ich nämlich mit den Feldern weiter an und unser Haus. Okay, aber wie gesagt, ich bin ziemlich weit, aber noch nicht perfekt weit. Okay. Ich habe jetzt etwas schon so... Wo ist denn der Eingang? Tja, geh einfach weg von mir. Okay, dann werde ich mal die Dingens machen. Nämlich den Secret-Eingang, weißt du? Dann werde ich mal die Felder weitermachen, okay? Gut. Ja, kannst du machen. Habe ich hier eine Feldhacke? Nein. Aber ich kann dir etwas schon mal verraten zur Falle. Wobei, nein, verrate ich doch noch nicht. Tut mir leid. Ach, eine Falle? Nein. Hä? Ist es eine Falle? Nein, keine Falle. Es ist eine Falle für dich. Nein, Spaß, es ist eine Falle für die Kühe. Was laberst du eigentlich die ganze Zeit? Ich könnte dir doch an die Wein-RPG. Nee, ich hab dir doch schon einen kleinen Tipp gegeben. Einen kleinen Tipp, weiß nicht mehr, letztes Mal zum Thema Falle. Ah ja. Könnte ich auch an die Wein-RPG 1 erinnern? Da hat mir eine Falle gebaut, so ein Tempel. Und da bin ich dann reingefallen, das war richtig schlimm. Das hat mich immer auch traumatisiert. Der Troll-Tempel. Die Folge ist ja nochmal sehr Troll und je mehr klickst du auf die erste Folge. Weil das so geil war. Also Folge 3 hatte mehr als die erste Folge. Krass. Ah, oh Mann, jetzt hätten wir uns ins Bett legen können. Es ist nämlich dunkel, Sironic. Allgemein, für Let's Plays. Ja, ist doch egal, komm. Ne, wobei, es ist ganz gut, wenn es dunkel ist, weil dann kommen hier Skelette und dann kriege ich noch Bone-Meal. Das ist gut. So, no. Unser Weizenfeld da vorne mache ich mich jetzt da weg. Das ist nämlich eine blöde Position, weil da kommt auch ein Stück von unserem Haus hin. Unser Weizenfeld kommt jetzt auch hier hin. So, hier kommen jetzt auch noch Tomaten hin. Gut. Boah, Simon, ich freue mich schon so auf die nächsten paar Folgen, wenn ich mein Geheimnis enthüllen darf, weil dann können wir so viel Zeit sparen. Aber du hast doch schon so lange dran gebaut, das ist immer noch nicht fertig. Nein, das ist echt viel. Okay, ja, bin ich mal gespannt. Also, wenn das jetzt nichts richtig... Ja, das größte Problem ist quasi dass meine Hacke immer kaputt geht. Das ist echt richtig nervig. Okay. Die geht immer down, down, down. Down, down, down. Down, down. Wow. Okay, so, ich habe jetzt das Tomatenfeld fertig. Wobei, ich könnte sogar noch ein Feld weitermachen. Na, wo ist denn jetzt der Ronik hin? Der ist auf einmal mal weg. Na, wo ist er denn hin? Wo 5, ist er denn hin? 6, 7, 8, 9. Ups. Okay. Ich lasse erstmal so. Und jetzt gucken wir mal schnell. Ein Weizenfeld. Also das Feld ist so aufgebaut.
Hoppala. Weißt du, was mega krass ist? Ich habe mich jetzt mal ein bisschen zum Thema Geheimnis, weil ich mich ein bisschen auch erkundigen müssen, um das Geheimnis zu machen. Oh, alter Schwede. Nicht schlecht. Lol, wachsen die auch nicht auf Feldern? Ne, die wachsen auf Feldern, aber wenn die ausgewachsen sind, dann gehen die nicht kaputt, wenn man drauf rumtrampelt. Okay. Auf jeden Fall, Simon, okay. Zum Thema Mobs kann ich dir noch ein paar Infos geben. Und zwar, diese Dramatik, diese Wölfe, weißt du welche? Mhm. Die Corrupted Charts droppen. Die spawnen erstens auf ganz tiefen Ebenen, zweitens nicht nur auf Obsidian, ja? Das war ein Irrglaube von uns. Die spawnen einfach überall, wo es tief ist. Okay. Und irgendwie mindestens 3 Blöcke hoch, glaube ich. Okay. Mit tief meine ich so etwa Höhe 15 oder tiefer etwa. Okay. Deswegen mit Obsidian, weil da war häufig Lava und Wasser runterkommen. Kam deswegen. War immer da halt Obsidian, per Zufall. Okay. Gut. Dann Raupen spawnen auch schon tief, aber eher noch etwas höher, glaube ich. Und vor allem das Wichtigste für uns ist das Auge. Das spawnt auf Höhe, ich glaube auf Höhe 15 oder auch noch tiefer. Am liebsten glaube ich bei Höhe 10 bis 5 oder so. Okay. Ja, also wir müssen in Höhlen immer ganz tief gehen. Ich überlege gerade was. Ja, ich glaube, so mache ich das. Dass das hier der Abschluss ist, okay. Das Feld ist 1, 2, 3, 4, 5. Vom Wasser Simon, an. Ich habe Rupees gefunden. Das ist wirklich cool. Aber nur einen. Ah ne, 2. Lol, nice. Und 2 Dingens hier. 2 Alemite. Also das grüne halt. Cool. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hoppala, ich bin mega interessiert. Ich habe mich verzählt. Ja, ich bin gerade fleißig. Okay, bist du am Tomatenbauern? Richtig. Oh. Nee, nicht nur Tomaten, ich mache jetzt auch alle Felder hier hin. Alles bauen in dem Fall. Tut mir leid. Ich muss unsere. Ich wünsche mir immer noch so ein scheiß Item, wo man einfach Blöcke anklicken kann mit Rechtsklick, die werden sofort geschmolzen. Zum Beispiel Eisen. Rechtsklick und sofort kriegst du einen Eisenbarren. Das ist so geil, Mann. Gibt's sowas? Nein, aber ich wünsche mir immer noch. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein. Das siebte Feld ist es, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dieses Feld hier ist es. So. Oh nein, hier ist eine Höhle drunter, stimmt. Ey, ich finde das so witzig, einfach mal diese neuen Gegner, die Cave-Klopse, einfach mal voll easy sind für uns. Das stimmt, am Anfang waren die so richtig hart, ne? Ja, wir hatten keine Chance gegen die. Wir mussten immer Fallen bauen. Und jetzt sind die quasi. Machst du alle kaputt? Ich mach die alle kaputt. Machst die alle kaputt? Auf und weise. Und ich habe gerade eine kleine Vermutung. Und zwar, ich glaube, die spawnen immer in Rudeln. Die Cave Clopses? Ich glaube 1 bis 4 oder so. Ja. Weil ist gerade auf einmal sind gerade 4 direkt genau nebeneinander gespawnt. Und zwar genau gleichzeitig. Oh Mann, jetzt ist die Truhe hier. Egal. Das ist schon ein bisschen hardcore, ne? 4 Cave Clops aufs Mal. Das stimmt. Aber kein Ding für uns. Ich will die Truhe haben, ich will die Truhe haben, ich will die Truhe haben, ich will die Truhe haben. Truhe. Vielen Dank. Und noch eine Truhe. und die Truhe, die werde ich dann mal hier hinstellen. So, kommt hier mal alles rein. Ich habe übrigens letzte Folge einen Rupee gefunden. Habe ich dir schon erzählt, ne? Ja, also Rupees sind immer noch wertvoll, aber eigentlich so sehr wertvoll. Egal, vergiss, was ich gesagt habe. Hat auch, ja, ist egal. Ist egal, ist egal. Okay, ist egal. Lass mich mal überraschen, was du da... Was du da baust, kann ja nur was Nützliches sein. So. Das sagst du. Es kann auch noch irgend so ein scheiß Troll sein. Wer weiß, wer weiß. Ich bin mal gespannt. So. Ich gib's du. Es ist nichts Trollendes. Ah, oh, immer diese Höhle hier drunter. Ich mache gerade das zweite Feld in der Folge noch schön. Okay. Ja, es passt. Ich hoffe mal, es passt jetzt. So. Willst du eher eine längere oder eher so eine kürzere Folge haben? Eine normale. Okay, 15 Minuten. Da ist eine. Da ist eine Spider. Wo ist sie? Sie ist weg. Wow! Du Hundesohn! Ha, da kam es von hinten, aber nein, nicht mit mir. So. Bei mir auch, Mann, dieser Kack-Cave-Clops, ey. Echt? Zack. Zack. Er denkt, der kann mich hier kaputt machen, aber ich mach ihn kaputt, Mann. Deine Mutter. So, ist tot. So. Ey, ich hab schon 19 Real-Might durch die Cave-Clops jetzt gerade gefarmt. Krass. So, ich hoffe. Hä? Warum haben die zu Beginn so wenig gedroppt? Die droppen sich viel mehr als am Anfang, die Cave Clopse. Ja. 19, das wäre fast eine volle Rüstung schon.
Und zu Beginn haben wir doch so lange gefarmt für irgendwie einen Helm oder so. Mann! Ich brauch Wasser. Das stimmt. Komisch, komisch. Das ist natürlich sehr seltsam. So, jetzt überlege ich mal schnell. Ich kann mich nicht so richtig konzentrieren. Ich weiß nicht. Ach, Simon, übrigens noch, die Zuschauer haben noch uns ein Video gemacht. Fünf, beziehungsweise sechs. Ein ganz spezieller Zuschauer. Gruß an dich. Könnt ihr in unserem Feed nachschauen, wer das genau war und wie das Video heißt. Zwei, drei, vier, sechs, und zwar haben wir den Tipp erhalten, dass wir als nächstes zu den Dravite Hills gehen sollen. Und um das Portal quasi zu öffnen in Zukunft, für alle Portale brauchen wir so eine Twilight Clock. Und die machen ja aus verdammt viel Gold. Hast du viel Gold, Simon? Ein bisschen Gold. Wir haben einfach noch kein Gold bisher. Das ist nicht so gut, und, wenn wir es brauchen. Was ich mir gedacht habe, ist, wie wäre es, wenn wir zuerst ins End gehen? Weil vom Ende, können wir halt dann noch erstmal... Warum ins End zuerst? Oh, ich würde lieber eine neue Dimension. Willst du lieber zuerst eine neue? Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wollt ihr lieber eine... Das Ding ist, im End gibt es auch neue Gegner. Ja? Ja. Aber das End, das ist so... So Ende? Das ist doch überhaupt nicht so, außer nur ein Enderdrache. Naja, man kann sehr geile Rüstung holen und ein Schwert, was glaube ich... Ich glaube, es ist Infinite und macht 23 Schaden. Glaube ich. Okay. Also die 23 Schaden bin ich mir recht sicher, aber Infinite bin ich mir nicht ganz sicher, aber es wäre auf jeden Fall cool, glaube ich. Ah, von mir aus können wir auch ins End zuerst. Das können die Zuschauer entscheiden. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare. Da, da, da. Da, da, da. Mein Bewässerungssystem, ne? Das wird hier wieder. Ich bin jetzt auch fast fertig. Ich bin gerade den letzten Gang am Ziehen. Okay. Okay, ich habe schon einen Teil verraten jetzt dadurch. Ja, du hast das ja. Mit Gängen zu tun. Du hast ja in der Straffolge schon richtig lange dran gearbeitet. Wie kann es denn sein, dass du jetzt immer noch daran arbeitest? Dann muss es ja. Ja, das Problem ist, es braucht richtig viel Platz halt. Okay. Der Gedanke ist eigentlich theoretisch simpel, aber es braucht viel Platz. Okay. So, okay. Und Simon? Ja? Ich will so einen richtig bösen Cliffhanger machen. Okay, okay. Sag mir, wenn du fertig bist, dann können wir die Folge beenden. Dann gucken wir in der nächsten Folge einfach bei dir. Dann müssen alle bei Zironic gucken, was da so abgeht. So. Eigentlich nur deswegen. Einfach allgemein halt. Sie müssen einfach die Weihen schauen, weißt du? Ja, sie schauen ja sowieso. Ja, ihr müsst schauen, Leute. Ihr müsst. Es ist so, egal, ob es Montag ist oder... Keine Ahnung, ob ihr gerade am Sterben liegt. Heute ist eine Chiller-Folge. Simon? Nee, für mich war gerade die Arbeitsfolge schlechthin. Bei mir ist eine Chiller-Folge. Ganze Folge unter der Erde, im Dunkeln. Simon, ich bin... fertig. Oh, bist du bescheuert? Hallo, ich bin fertig. Ja, okay, warte kurz. Hol mal bitte das ganze Weizen da weg. Oh, das sieht schön aus hier. Hol mal... Das ist sind die schon fertig? Ja, Tomaten? Das sind die fertigen Tomaten. Lol. Das sieht voll geil aus, auch mit einem normalen Texture-Pack. Hol mal die ganzen Weizen da hinten. Hinten, das ganze Weizen, wo unser alten... Ja, warte, ich hab gerade so viele Steine hier. Bei unserer alten Weizenstelle. Wir sind so die Landwirtschaftssüchtigen geworden hier mittlerweile. So, jetzt... wo ist meine Steinspitzhacke? Die muss da sein. Ich möchte hier noch gerne noch das ganze Weizen anpflanzen, dann sind wir fertig für heute. Okay. Ich möchte unbedingt noch das ganze Weizen pflanzen. Du kannst dir aber ja gerne helfen. Ja, mach ich gerne. Wie viel Weizen brauchst du? Also wie viel brauchst du Samen? Alles. So viel wie es geht. Was? Wie? Okay, dann. Das soll sowieso komplett weg, das ganze Weizen da vorne. Ich möchte das Feld nicht mehr da haben. Weg? Das soll alles weg, das ganze Feld. Da wird ja immer rauffallen, ne? Ja, und das ist auch eine blöde Stelle, da will ich lieber unser Haus, unser Untergeschoss von unserem Haus hin machen. Ja, das ist mich auch irgendwie gestört, weil wir immer drauffallen, das geht immer kaputt. Ja, genau, deswegen soll es hier sein. Doch, ich will jetzt da kacke aus irgendwie. Und hier wird's richtig schön. So. Sehr gut. Ich will immer noch den Kürbis rückgängig machen, das Geilste von allem. Kürbis? Die Kürbis? Die anpflanzen? Alles, ja. Kannst du auch ein bisschen die Hälfte davon abgeben, dann kann ich auch schon mal auf der anderen Seite anfangen. Weizen. Weizen ist immer gut für uns. Gut für uns. Weizen, das ist gut. Weizen, das? Weizen, das ist gut. Weizen, so. Das ist gut. Ah, fertig. So. Mir fehlt genau ein Samen hier. Ja, hab ihn. Wir haben noch zwei übrig, hat perfekt gepasst. Richtig gut. Nice. Boah, Leute, wir haben schon... 9 Diamanten habe ich gefunden gehabt. 9? Wie viel? Das waren noch 9. Ein, war doch einer. Nein, das waren 9 Stück, du Spast. Echt? Ey, lass die Diamanten in Ruhe. Okay. Ich hatte es gerade mal im Inventar. Nein. Einer. Wieso hast du hier Lava? WTF? Ja, weil ich hatte einen Lava-Eimer und ich brauchte einen Wassereimer zum Bewässern, deswegen habe ich. Ihr macht Lava hier weg, kann ich wegmachen? Jotte?
Jetzt ist Warte. Du zurück. Du zurück, die Lava. Nee. Warte. Komm. Ich weiß, du möchtest da gerne rein, ne? Obsidian möchte ich ja nicht machen. Nein, ich möchte die Lava einfach halten. Das ist immer gut, wenn man Lava einmal hat. Die muss da rein, glaube ich. Weil es ist der Stein der Erinnerung. Das ist der Stein der Erinnerung. Glaub mir. Das ist echt wichtig. Wir müssen hier Glas machen und uns daran erinnern, dass hier der erste Stein zu unserem Feld gesetzt wurde. Auch wenn es gar nicht so war. Okay. Er denkt sich, YOLO. Hast du... Ne, okay. Ich würde sagen... Oh, da ist ein pinkes und ein grünes. Die wohnen bei uns im Teich. Oh, da sind ganz viele Squirts. Die squirten gleich. Die heißen nicht Squirts, Simon. Die squirten gleich. Ein, das ist was anderes ein bisschen. Hier ist der Grüne. Hey, Tintenfisch, ich mag dich. Sei mein Freund. Hey. Nein! Hast du ihn verletzt? Nein. Boah, ohne Witz, Zironik. Den Strafpunkt hier, der ist mir scheißegal. Er trinkt. Du kleiner Spaß, du hast meinen Squirt. Boah, ohne Witz. Er hat meinen Squirt geschlagen. Leute, schreibt ihm in die Kommentare, böser Zironik, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Und böser Zironik. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne Wertung da lassen. Manchmal gibt es halt auch so gemütliche Folgen, so zum Chillen. Und das heißen hier. Die Squirrel? Nein, die heißen Squirts. Also, Leute, gebt es lieber nicht bei Google ein. Ich vermute, hier sind gewisse Rechtschreibfehler Grund einer bösen Verwechslung. Okay. Sehr schön. Squirts heißen die. So, ja, Squirts. Ich weiß. Ein Squirt, ja. Ich mag aber Squirten. So, und das ist unser Feld und das wird schön und da kommen noch viel mehr Sachen hin. So, wenn wir noch mehr Gemüse und sowas finden, dann kommt es überall hier hin. Ja, und unsere Kürbisbrücke führt zu unseren zwei Feldereien. Ist das nicht schön? Das ist wunderschön, ja. Sehr, sehr gut. Wir haben quasi den Weg durch das Ländliche ins Ländliche. Ich würde gerne hier noch so eine, einen Weg in der Mitte mit Kies machen. Aber das machen wir beim anderen Mal. Das ist mittlerweile irgendwie so mehr pflanzlich als Wild Games 2. Ey, das ist richtig cool hier. Der beste Vergleich, ne? Ist so. Okay. Aber ist doch echt so. Ja, so ist es. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine Wertung lassen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Das war schnell.